Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 4. Leute, am heutigen Tag werden wir eine Himmelsrampe hochfahren, um einen Geschwindigkeitsrekord zu brechen. Ihr habt mir nämlich empfohlen, ich soll Horizon Super 7 mal ausprobieren. Herausforderungsauswahl. Genau, biggest ramp possible. Wir sollen die Rampe hoch und dann runterspringen oder die Rampe runterfahren. Da bin ich mal gespannt. Man soll da wohl den einen oder anderen Geschwindigkeitsrekord brechen können. Oh, ich bin bereit für Geschwindigkeit. Ja, das ist eine große Rampe. Muss aber auch zugeben, dass ich die Rampe eben gerade schon mal gesehen habe. Also ich bin sie nicht hochgefahren, aber ich habe das Level halt vorher einmal gestartet, weil ich mir dachte, Alter. Also ich denke mir immer noch, Alter. Ich wusste nicht, dass es solche Forza-Maps gibt. So, wir müssen jetzt hier einmal diese Riesenrampe hoch. Wir sehen schon, Alter, das ist so geil. Das ist eine richtige Himmelsrampe. Wir fahren einfach mal 250, einfach eine Rampe hoch. Jetzt hier aber nicht. Wir werden immer langsamer. Oh nein, 200, komm. Also ich baller durch. Ich gebe hier weiterhin Gas. Er musste sogar jetzt schon in den zweiten Gang runterschalten. Gerade 7000 Umdrehungen. Oh, ich glaube nicht, dass es so geil ist für den Motor. Also weil er auch so bergauf fahren muss. Wie sieht es jetzt aus? Okay, wir sind relativ hoch. Ey, wir werden immer langsamer. Wir müssen gleich bestimmt in den ersten Gang sogar runterschalten, weil wir keine Power mehr haben. Wahrscheinlich, weil die Luft, Alter, immer dünner wird. Ah, ich glaube nicht, dass das Forza sowas berechnet. Oh ja. Oh, es geht wieder ein bisschen. Wir beschleunigen wieder. Let's go. Und man sieht unten nur noch schwarz. Let's go. Wir können wieder ein bisschen beschleunigen. Wir sind auch schon 2 Minuten, fahren wir jetzt gerade einfach nur hoch. Sag mal, wann ist denn hier mal Ende? Krass. Man sieht halt unten nichts mehr. Das ist echt super sick. Oh, warte mal. Ich glaube, da ist Ende. Wir beschleunigen. Wir beschleunigen. Da ist Ende. Ich sag's euch. Und Geronimo! Warte, wir switchen? Nein. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Warum fliegen wir nicht? Hallo? Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ach komm, Alter. Ich bin hier gerade 3 Minuten eine Rampe hochgefahren. Ich will doch jetzt hier runterfallen. Für euch ist das nur ein kleiner Cut. Aber ich fahre jetzt nochmal die Rampe hoch. Ich lasse mich doch jetzt hier nicht verarschen. Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, was passiert, wenn ich jetzt hier mal runterfalle. Ich fahre dann hier gleich einfach mal rechts runter. Oh, da ist ein Zug. Weißt du, ich will meinen Zuschauern hier was Schönes zeigen. Wie Paletto irgendwie aus gefühlt 10 Kilometer Höhe runterfällt. Ey, ich glaube, ich werde oben einmal so ein bisschen umdrehen und an die Rampe runterballern. Oder aber ich will auch runterfallen. Ich will eigentlich beides. So, jetzt werden wir schon wieder so ein bisschen langsamer. Ich switch mal. Oh, ich musste jetzt schon in den ersten Gang. What? So, Leute, wisst ihr was? Ich springe jetzt runter. Ich werde jetzt einfach runterspringen und gucken, was passiert. Oh, obwohl, wir kommen jetzt wieder zu dem Teil. Ich werde hier runterspringen. Bevor das wieder alles reinfriest, springen wir. Geronimo! Route wird neu berechnet. Ja, das glaube ich gerne. Was für ein geiles Timing. Route wird neu berechnet, ja. Kannst du gerne... Alter, 400 Stundenkilometer. Alter, wie wir uns drehen. 500, komm, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich gebe einfach mal ein bisschen Gas. 570, schaffen wir. Als ob. Komm, 575. Bitte, bitte, bitte. Komm, 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 komm. 73, 74... Landung. Aber jetzt rase zum Zielort. Wo ist denn der Zielort? Da? Hä? Ich verstehe halt nicht, wie ich die Challenge abschließen kann. Ich fahre da jetzt einfach mal hin. Mal gucken, ob ich die Challenge dann geschafft habe. Boah, ich will da jetzt gleich nochmal die Rampe einfach nur runterfahren, wisst ihr? Also oben einmal umdrehen und dann mit Highspeed diese Strecke runter. So, da ist jetzt diese Ziellinie. Big ist abgeschlossen. Jawohl! Mal gucken, was kriege ich denn jetzt dafür? 28, okay. Ja, ich würde jetzt gern schon noch einmal die Himmelspforte runterfahren. So, jetzt einmal relativ weit nach oben, dann einmal um 180 Grad drehen und dann nur noch runterfahren. So, hier sind wir jetzt wieder am Beschleunigen. Hier ist auch gleich wieder das Ende. Ich will nicht, dass hier wieder irgendwas abstürzt. Ich gucke jetzt, dass ich hier möglichst gut... Oh ja, oh Gott. Let's go und Gas geben. Oh Mist, wir können nur in die Ego gehen, weil sonst sehe ich einfach nichts auf der Rampe. Oh, kurzer Sprung. Okay, wir müssen hier so ein bisschen in der Mitte bleiben. Okay, 500 sind geknackt. 500 haben wir. Wir kommen nicht weiter. Warum werde ich nicht schneller? Wir sind bei 308 Miles per Hour. Ich muss runter. Ja, jetzt können wir plötzlich wieder beschleunigen, oder was? Oh ja, man sieht es hier. Ah ja, guck mal. 350 Miles per Hour wären das. Bam. Es waren sogar diesmal mehr. 576. Nicht schlecht.
So, jetzt will ich aber nochmal so ein geiles Level testen. Tunnel Vision. Handle the acceleration and leave the tunnel. Oh ja, ein bisschen klein durch so ein Tunnel. Ich habe ja kein Problem mit Geschwindigkeit. Ich bin ja ein Thrillseeker. Alter, wie sieht der Wagen denn aus? Okay. Jo, einfach fast an die Decke geklatscht. Ja, ich muss... Oh, links. Oh, rechts. Kein Problem. Jetzt hier nochmal rüber. Nein. Warte. Zurückspulen, genau. Let's go. Das ist die Fähigkeit, die sollte ich doch ein bisschen nutzen. So. Oh ja, das ging diesmal viel besser. Und. Was? Ich war noch da drin. Als ob die hätte wesentlich besser sein können, die Zeit. Aber ich habe es geschafft. Na, da gab es jetzt wenig Credits für. Oh, aber viel Einfluss. Nice. Was sind das für geile Maps? Boah, was ist das denn für ein Mörderauto? Das sah ja aus wie so ein Space Shuttle. Oh, Alter, was bist du? In weniger als 35 Sekunden muss ich 188 Stundenkilometer. Ah, das ist ein Elektroauto. Ich höre nämlich nichts. Oh, fehlgeschlagen. Erneut versuchen, ja. Ich muss wahrscheinlich kurz zurück. Und jetzt. 303 km/h sind das. Nee. Hey, wie soll ich das schaffen? Ich muss wahrscheinlich, warte mal. Ich habe ja ein paar Sekunden Zeit, deswegen drehe ich. Ah ja. Ja, so geht's. Ja, also soll ich das jetzt schaffen. Ja, aber ich bin nur ein bisschen gescheitert. Boah, wie sieht denn der? Ey, der sieht so futuristisch aus. Ist es ein echtes Auto? Also ich fühle mich schon ein bisschen wie Batman in dem Ding. Ey, was kostet das Auto? Ich will das Batmobil selber haben. Ey, schon wieder nicht geschafft. Ich will mir das Batmobil kaufen, weil der muss ja krass sein. Weil ich bin mir nicht mal sicher, ob der so krass getuned ist gerade. Ey, das ist einfach ein richtig krasses Batmobil. So, jetzt. Zack. Ah, bisschen zu viel gedriftet. 300. Yeah! Let's go! Ey, krass, ich will den Wagen. Ich will dieses Batmobil. Den kann man, glaube ich, so geil tunen. Need for Speed? Hier kann man den Lamborghini Aventador fahren. Das würde ich ja schon mal ganz gerne. Den will ich mir auch unbedingt noch kaufen. Weil der Lamborghini Aventador, das hattet ihr mir, glaube ich, auch gesagt, ist der schnellste Lamborghini im Spiel. Und den würde ich schon ganz gerne mal selber fahren. Oh, Polizei. Wo? Ah ja, hier nach links. Ja, easy going. 200 Metern links abbiegen. Ach so. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd mit dem Abbiegen. Ach so, ah, jetzt hier auf die Strecke. 254 sollte ich doch easy knacken. Oder... Auch nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ich werde diesmal... Ja, das ist Mist. Es muss doch möglich sein, dass ich da richtig gut durchkomme. Ja, hier braucht man den... Nee, der Winkel ist entscheidend. Okay, komm. Das muss klappen, Leute. So, und jetzt den Schwung ein bisschen mitnehmen. Komm, weiter. 254. Let's go. Bam, gib mir. Komm. Easy. Oh, der Wheelspin. Das ist ja was, was mir lecker schmeckt. Hier rein in mein Mundi. Und Mustang GT. Den würde ich auch im Real Life fahren. Ich werde jetzt ganz kurz einmal hier vorne mir nochmal den Scheunenfund holen. So, ich sag's euch, Leute. Das wird jetzt der Scheunenfund, der uns unfassbar reich macht. Warte mal, ich gehe mal lieber in den Drohnenmodus. Lass die Drohne starten. Ich meine, von hier oben müssten wir doch eigentlich alles hier richtig gut im Blick haben, falls hier irgendwas ist. Okay, hier in dem Steinbruch scheint auf jeden Fall nichts zu sein. Forzaton. Nee, ich möchte nicht am Forzaton teilnehmen. Nein, danke. Ich weiß nicht mal, was der Forzaton genau ist. Ich kenne Forzaton. Ah, ich habe ihn gefunden. War gar nicht so weit entfernt von uns, glaube ich. Ja, einmal hier. So, und ich wünsche mir ein Auto, was ich teuer verkaufen kann. Ganz, ganz teuer. Bitte. Keine Ahnung, was da gerade mit mir los war, Leute. Es wird hier aber auch gerade in meinem Zimmer schon wieder ekelhaft heiß. Guten Tag. Hier ist Onkel Paletto. Bitte. Sind wir die Ersten? Hey, besten Dank. Ich bin auf dem Weg. Der sieht krank aus. Oh, der sieht nach Geld aus, Leute. Oh Mann. Von so einer hatte ich als Kind ein Poster an der Wand. Oder noch immer, wenn Oma es nicht abgenommen hat. Eine Lotus Elise GT1. Nehmen wir sie mit. Die hat da oben auch so einen Luftrüssel, Alter. Die Kiste wird der Hammer, wenn sie fertig ist. Oh ja. Ich ruf dich an. Lotus Elise GT1. Ich guck mal kurz, ob ich mich zur Ruhe setzen kann. Ja,
Also 300.000. Hey, 300.000 sind besser als nichts. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Forza Horizon. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lust auf mehr habt, lasst gerne ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal. Weitere Videos, schaut gerne vorbei. Habt noch drauf auf Tag, haut rein. Tschüss.